Herzlich willkommen im Studio von Orkenspalter TV. Das hier ist das eigentliche Studio. Wir haben auch hinten unseren ganzen Fundus dabei. Und uns stellt sich jetzt gerade die Frage, was macht man, wenn man im Stau steht, wenn man seine Rollenspielrunde gerade nicht dabei hat. Und Heinz, der das Steuer übrigens übernommen hat, als Meister möchte eigentlich niemand. Man könnte aber rein theoretisch zumindest als Beifahrer einen Roman lesen. Und deswegen haben wir uns diesmal um zwei DSA-Romane gekümmert. Mit Riva Mortis ist jetzt schon der 130. Roman zu DSA erschienen. Unter seinen Vorgängern befinden sich ein paar Perlen, aber auch eine Menge verschwendete Lebenszeit in Hufvor. Bleibt die Frage, wo Mike Chivik Groß Roman einzuordnen ist. Und weil wir schon dabei sind, werfen wir auch einen Blick in Judith Vogts Im Schatten der Esse, die Nummer 129 unter den DSA-Romanen. Damit wir genauer wissen, wie wir das Ganze einzuordnen haben, waren wir vorher aber bei FanPro und haben uns angeschaut, wie so ein Fantasy-Roman üblicherweise hergestellt wird. Frau Trudel-Haff ist professionelle Literaturgärtnerin und kann uns etwas darüber erzählen, was ihren Beruf besonders bei Fantasy-Literatur so ausmacht. Hallo Frau Haff. Grüß Gott. In meinem Garten hier beschäftige ich mich vorrangig mit besonders wertvollen Stilblüten für Fantasy-Romane. Sie müssen wissen, das ist ein sehr großes Wissenschaftsfeld und erfordert ein großes Können. Hier sehen Sie zum Beispiel speziell schiefe Bilder für Landschaftsbeschreibungen. Finden Sie denn, dass die Arbeit für den Bereich Fantasy-Literatur besonders anstrengend ist, verglichen mit anderen? Nein. Also ich denke, wir haben hier noch ein sehr leichtes und gutes Wissenschaftsfeld erwischt. Die Menschen, die die Satzzeichen in den Steinbrüchen abbauen, die haben das viel schwieriger, denn die finden sehr selten Punkte und die sind eigentlich theoretisch heiß begehrt, aber dennoch Mangelware. Und deswegen gibt es viel, viel mehr Kommas als Punkte in diesen Fantasy-Romanen. Aber jetzt zu den einzelnen Romanen an sich. Judith Vogt hat sich in ein Porträt einer eigensinnigen Schmiedegesellin hineingeschrieben, die schwer an ihrer Vergangenheit trägt, sich das selbst aber jedoch nicht eingestehen will. In der schwierig zu handhabenden Ich-Perspektive führt sie uns Schritt für Schritt durch Zitas Reise von einer freien Handwerkerin auf dem Walz zur entscheidenden Person bei dem Versuch, die dämonischen Umtriebe eines Ork-Schamanen aufzuhalten. Vogt lässt sich dabei Zeit, langsam die Handlung und die Charaktere aufzubauen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen langwierig, gewinnt aber mit der Zeit etwas mehr an Tempo. Wenn dann der Show dann auch etwas an Übersicht und Struktur vermissen lässt, ist der Roman insgesamt schon eine runde Sache. Wer seine Fantasy eher bodenständig mag, wird hier mit einer realistischen Welt und geerdeten Charakteren belohnt. Ganz anders geht es bei Chivik Groß zu. Einerseits verwendet er die eher konventionelle Perspektive eines personellen Erzählers, dessen Sichtweise zuweilen wechselt, also praktisch die klassische Erzählweise der Fantasy. Dafür sind seine Charaktere alles andere als bodenständig, sondern eher schrill und seltsam. Es geht um eine hysterische Archäologin aus dem fortschrittlichen Horasreich und einen religiös fragwürdigen Maraskaner, die gemeinsam versuchen, hinter die Geheimnisse um einen Verschwörer unter dem Zeichen des Namenlosen zu kommen. Dabei geht es viel um geistige Gesundheit und um Geisteskrankheiten und die Schrullen und Macken, die Menschen natürlicherweise auch schon haben. Man merkt dabei deutlich, wie viel Spaß der Autor selber an solchen Dingen hat. Und wenn er sich auf das konzentriert, ist der Roman auch sehr unterhaltsam und kurzweilig. Die Story selbst ist ein bisschen unlogisch mit Zeitreisen und dergleichen, aber das macht im Grunde nichts, weil die Charaktere selber das sind, worauf man sich auch als Leser konzentrieren sollte. Vielleicht würdet ihr erstmal kurz vorstellen, was in euren Romanen so das Tenor ist, das Hauptthema und was euch daran das Wichtige war, was ihr umsetzen wolltet. Also in Riva Mortis, so heißt das Buch, geht es um Seelenheil und vor allem um den Verlust von Seelenheil und was da so alles mit dranhängt. Ich glaube, das trifft so den Tenor. Es ist ein bisschen skurril hier und da, ein bisschen humoristisch angehaucht und ich glaube, das ist ein ganz leichtes Buch. Es ist kein schweres Buch und passt ganz gut zusammen alles. Okay. Das ist so die Gemeinsamkeit zwischen uns. Auch bei mir geht es um eine Geschichte rund um eine verletzte Seele, so ein bisschen. Das Hauptthema ist aber eigentlich das Schmiedehandwerk und die Walz. Das sind so die zwei, drei Hauptthemen dieses Buches. Es ist ein Wildermark-Roman, das heißt, es geht halt viel um diesen vom Krieg verheerten Landstrich und wie sich daraus so
was entwickelt, wie Leute darin aufwachsen und welcher Gesinnungen die dann so sind, da sein können. Also die Charaktere sind teilweise ein bisschen schräg und vertreten ihre Ansichten entweder sehr, sehr lautstark oder auf eine sehr seltsame Art und Weise. Ist das so dein Ding? Ist das das, was du an Charakteren magst oder war das nur eine Spielerei? Also das mag ich sehr gerne. Ich mag Charaktere, die nicht unbedingt der pathosgeladene Held sind mit dem Flügelhelm oder sowas in der Art, sondern ich mag tatsächlich auch gerne die etwas kleineren Geschichten und die etwas kleineren Charaktere, die dann manchmal eher durch ihre Skurrilität auffallen. Was war jetzt auch wirklich passend für diese Geschichte. Das mag in der nächsten Geschichte wieder ein bisschen anders aussehen. Schauen wir mal. Ja, bei dir Hauptcharakter eine Schmiedegesellin auf der Walz, also sozusagen etwas Harmloses, nicht unbedingt das, was man von einer Heldin erwartet. Wie kommt es dazu? Ja, ich teile da im Prinzip Mikes Ansicht, dass ich im Prinzip die kleinen Geschichten und die Helden, die erst so durch so eine Genese halt zum Held werden müssen, auf jeden Fall bevorzuge in Romanen, als jetzt den strahlenden Krieger mit der Plattenrüstung oder so. Also ich mag das einfach so kleinere Geschichten zu erzählen. Und Handwerker fand ich da einfach mal eine nette Überlegung, weil man da auch viele Details zum Handwerk unterbringen kann. Beide Romane sind Erstlingswerke und das merkt man auch. Im Positiven daran, dass die Autoren noch gerne experimentieren und Neues ausprobieren, im Negativen an ein paar Kinderkrankheiten. Mike Chevegros zum Beispiel versucht auf Teufel komm raus einem Hintergrundinfos zu vermitteln und manchmal ein bisschen zu sehr. Judith Vogt hingegen tut sich manchmal schwer mit stimmungsvollen Beschreibungen, die nicht direkt über das Ziel hinausschießen. Wer die Bücher in die Hand nimmt, mag direkt an den Anfängen jeweils über ein paar solche Punkte stolpern, aber lasst es euch gesagt sein, sobald die Autoren mehr in ihre Sprache und ihren Stil hineinfinden, schaffen sie es auch mehr zu überzeugen. Das Gute ist, dass die Autoren auch schon bei ihren ersten Veröffentlichungen genau wissen, was ihre Stärken sind und sich darauf konzentrieren. Judith Vogt zum Beispiel hat ein Händchen für realistische Charaktere und sehr stille Töne, während Mike Chevegros eine Begabung für das Bizarre hat und auch die sehr gut einsetzt. Wenn sich beide jeweils auf ihren Bereich konzentrieren, in dem sie wirklich gut sind, schaffen sie es auch, mit Überzeugung zu erzählen und den Leser auf eine spannende Reise mit nach Aventurien zu nehmen. Keiner der beiden Romane revolutioniert die Fantasy-Literatur, aber sie sind gute Unterhaltung. Es ist ja schließlich auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man mittlerweile mit DSA-Romanen nichts mehr an der Welt zu rütteln hat. Wenn auch die beiden Autoren selber kein Problem hatten, sich darin einzufinden. Das ist ja bei DSA immer so ein bisschen das Problem als Autor, dass man sich an diese sehr starre und sehr, sehr ausführliche Hintergrundwelt anpassen muss. Und du hast direkt in der Wildermark auch die Baronie Zweimühlen genommen, die einer Menge Leute bekannt sein dürfte, die das passende Abenteuer dazu gespielt haben. Das heißt, du hast sozusagen jetzt deine eigene Version der Baronie Zweimühlen daraus gemacht. War das ein Problem oder ist das überhaupt kein Problem, das dann so umzusetzen? Nein, das hat mir eigentlich sogar sehr viel Spaß gemacht. Also es macht Spaß, sich so eine Welt zu teilen, in der schon so viele Leute auch irgendwie zugange waren. Und natürlich habe ich das Spielen einige Rückblenden-Szenen in der Baronie Zweimühlen und auch in der Stadt Zweimühlen. Und da ist natürlich ganz wichtig, einfach auch die Leute, die offiziell darin vorkommen und natürlich auch einige Leute, die in unserer Runde, ich habe das selber geleitet und habe dann natürlich auch die Kriegsfürsten übernommen, die in unserer Runde halt die entsprechenden Rollen übernehmen, weil das fand ich auch einfach interessant. Und für die Leute ist es natürlich auch sehr nett, die haben sich sehr gefreut. Ich wollte jetzt sagen, da hat sich die Spielrunde aber wahrscheinlich signierte Exemplare abgeholt sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendjemanden untergebracht? So ein bisschen, da will ich jetzt natürlich nicht so viel drüber erzählen, das macht man ja nicht, aber so hier und da tritt schon ein bisschen was auf jeden Fall. Ich habe schon eine etwas längere Geschichte so hinter mir mit meinen Versuchen Autor zu werden und habe erst so nach, was weiß ich, 10 Jahren begriffen, dass man es ja auch durchaus mal mit einem DSA-Roman versuchen kann. Bin da jetzt auch sehr froh, dass ich da untergekommen bin, habe erstmal alle anderen Projekte, die ich noch so hatte, mal alle noch mal auf so weitere Sicht weggeschoben und freue mich jetzt einfach noch ein bisschen in Aventurien heimisch zu bleiben und gebe dann wahrscheinlich nächste Woche noch einen weiteren neuen Roman meiner Lektorin ab. Bin gespannt, was sie dazu sagt. Punkte gibt es von uns nicht für Romane, aber wir verbleiben bei der Aussage, dass es sich hier um bessere DSA-Romane handelt. Und wenn die beiden Autoren weiterhin ihre Stärken ausspielen, wird Frau Gundel Haff auch demnächst nicht mehr so viel Arbeit in ihrem Stilblütengarten haben. Und uns könnten weitere, entweder sehr schön realistische Fantasy-Romane oder sehr schön bizarre Werke erwarten. Falls wir jemals wieder aus diesem Stau herauskommen, geht es nächstes Mal mit Pegasus preisgekröntem Mischling aus Rollenspiel und Strategie weiter, Quest. Dann ist auch wieder Asphalel mit von der Partie und das heißt wieder Verschollen im Limbus. Auf Wiedersehen. Heinz! Heinz! Heinz, geh wieder ans Steuer! Jemand fährt und die huben schon. Heinz, hopp!